Erste, was in der Kabbalah, wenn man das Thema Kabbalah nimmt, bedenken muss, dass wir uns um zwei Dinge hauptsächlich kümmern. Wir besprechen die Schöpfungslehre und wir besprechen die innere Dimension des Menschen, den inneren Menschen, Makrokosmos und Mikrokosmos. Das Wort Kabbalah bedeutet ja im Grunde zunächst einmal empfangen. Und benutzt wird das Wort zunächst einmal in Bezug zu Moshe Rabbeinu, Moses, und dem es heißt, Moshe Kibbel Torah. Moshe empfing die Torah am Sinai und hat sie überliefert. Sodass der Begriff zunächst sich bewegt im Rahmen der Tradition. Ich habe bekommen und ich habe es weitergegeben. Und dahinter steckt kein Mysterium in dem Sinne, dass man irgendwelche Geheimnisse irgendwelche Geheimnisse verwaltet, um sie nur Eingeweihten zu geben. Es ist schlicht und einfach Offenbarung, wenn Offenbarung überhaupt als einfach betrachtet werden kann. Denn dahinter steckt ja der Gedanke und die Überzeugung und der Glaube, dass es ein Wesen gibt, das übermenschlich ist. Gott ist nicht Mensch. Und dass dieses Wesen mit den Menschen kommuniziert. So gab es also schon immer außergewöhnliche Menschen, die sich gefragt haben, woher kommt die Schöpfung? Wie ist sie entstanden? Ist die Schöpfung ein Produkt eines Zufalls? Oder ist die Schöpfung eher ein Produkt von einer Intelligenz, die man Gott dann nennt? Also zunächst einmal doch abstrakt. Und der Erste, von dem wir wissen, dass er sich sehr tiefe Gedanken gemacht hat über das Wesen des Universums und seine Herkunft, das ist Abraham. Von ihm wird gesagt, dass er nüchtern mit der Weltanschauung befasste, die um ihn herum herrschte. Er lebte bei den Chaldäern und dort kommt seine Familie. Und die Menschen waren der Überzeugung, dass es nicht nur einen Gott gibt, sondern dass es verschiedene Götter gibt. Also ganz bestimmte Wesen, die die Welt regieren, die mit der Welt interagieren. Zu seiner Zeit lebte ein Mann, der heißt Nimrod. Er hieß Nimrod, der in der Tora ja auch erwähnt ist, als der erste mächtige König, der die Welt beherrschte. Und der sich zum Ziel gesetzt hat, einen Turm zu bauen, den Turm zu Babylon. Dieser Mann wollte es verhindern, dass die Sintflut, die damals noch sehr aktiv im Gedächtnis der Menschen gewesen ist, wenn sie nochmal gekommen wäre, ihm und seinem Reich, den Menschen, nichts mehr anhaben könnte. Also sehr hoch muss er bauen, bis in den Himmel. Und er war der Überzeugung, dass die größte schöpferische Kraft das Feuer ist. Er war ein Feueranbieter. Nun, Abraham hat das Ganze geprüft, hat sich das überlegt, ist es möglich, dass Feuer tatsächlich Gott ist? Und stellte fest, so logisch ist es nicht, denn Wasser führt Krieg mit dem Feuer. Und manchmal gewinnt eben doch das Wasser. Ebenso prüfte er, ob die Sonne Gott sein kann, stellte er aber fest, naja, sie verschwindet nun mal in der Nacht. Und genauso mit dem Mond, denn der Mond regiert in der Nacht, aber was ist am Tag? Er kam zu der Überzeugung, dass es einen unsichtbaren Gott gibt. Einen, den man nicht fassen kann. Aber es muss ihn geben, weil die Ordnung, die er beobachtete, um sich herum und in der Schöpfung, in der Natur, diese Ordnung ein Beweis ist für die Existenz einer Intelligenz.
so wie ein Gebäude Zeugnis ablegt von einem Architekten. Wenn wir nach Leben suchen würden, außerhalb der Erde, irgendwo, dann würden wir nach Strukturen Ausschau halten auf irgendwelchen Planeten. Strukturen, die uns nicht als natürlich erscheinen. Diese Strukturen würden einen Hinweis geben auf Intelligenz, ohne dass wir sagen könnten, welche Form diese Intelligenz hat. Ohne dass wir sagen könnten, ob welche Moralvorstellungen diese Intelligenz hat. All das könnten wir nicht sagen, aber wir könnten sagen, dass es Intelligenz gibt. Nun allerdings beobachtete Abraham Marino das Universum nicht allein aufgrund der Mechanik, die um ihn herum sich abspielte, sondern er beobachtete auch die Menschen und stellte fest, man muss, um das Universum zu beschreiben, nicht allein vom Raum ausgehen und von Zeit, sondern es gibt noch eine weitere Dimension. Und diese Dimension ist ebenfalls maßgeblich, um das Leben zu beschreiben. Und diese Dimension nannte er Gut und Böse, die Dimension des Glaubens. Wenn man das alles zusammenfasst, dann ergibt sich Folgendes. Die drei Dimensionen des Raums, Länge, Breite und Höhe, kann man ja beschreiben wiederum als sechs Richtungen. So wie es dann rechts und links, vorne und hinten, oben und unten, das umschreibt ja auch den Raum. Das sind also sechs Richtungen. Wenn wir die Zeit beschreiben, dann kann man die Zeit beschreiben auch mit zwei Richtungen. Was war und was kommt und damit bin ich. Und wenn man die Moral beschreiben möchte und Ethik, dann ergeben sich auch zwei Richtungen, Gut und Böse. Zusammengefasst sehen wir 10 Richtungen. So hat Abraham Avinu ein System erschaffen, formuliert, besser gesagt, ein System formuliert, innerhalb dessen alles, was existiert, sich bewegt. Also nicht nur die Natur, was man sieht, was man auch nicht sieht, sondern ebenfalls das, was den Menschen bewegt, beziehungsweise was durch den Menschen beeinflusst entsteht. Alles kann man mit Hilfe dieser Koordinaten beschreiben. So wird Abraham Avinu ein Buch zugeschrieben, das Buch heißt Sefer Yetzirah, das sich eingehend beschäftigt, eben mit diesem Systematik und noch mehr, es beschäftigt sich auch dann mit den Werkzeugen, durch welche aus der Sicht Abrahams dann Gott die Schöpfung schließlich erschaffen hat. Und das ist die Sprache. Die Sprache bildet das Wort. Er hat untersucht, dass das Wesen der Wortbildung und hat festgestellt, dass die Sprache ein vielschichtiges Instrument darstellt. Die Offenbarung, dass die Schöpfung durch das Wort entstanden ist, kann man also datieren auf ein früheres Datum. Obwohl Moses derjenige ist, dem der heilige Gelobter die Offenbarung am Sinai gegeben hatte, so wie wir sie haben, wo es heißt, im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde und Gott sprach, es werde Licht und so weiter. Das ist, was wir als Torah eben kennen. Diese Offenbarung hatte Abraham vor ihm, dass alles, was entstanden ist, durch das wirkende Wort Gottes entstanden ist.
Wenn wir also von Sprache sprechen, dann reden wir von einem Instrument, das in Wahrheit wir Menschen nur mittelbar betrachten können, weil wir ja von unserer Sprache ausgehen. Also der Mensch bildet die Sprache mit seinem Mund. Wenn man aber von Gott ausgeht, dann können wir nicht sagen, er hätte einen Mund, so wie ein Mensch, dass das Wort in seinem Mund sich bilden würde. Wir können nur ableiten. Wir können nur ungefähre Vorstellungen machen davon, wie Gott spricht. Was wir aber haben, ist ja das Wort selbst. Wir haben die Sprache selbst. Und die Sprache wiederum hat Informationen aus einer Sphäre, die sich nicht automatisch ergibt aus dem beobachteten Teil. Begriffe, ja, einen Begriff zu finden für ein Wesen, das gar nicht existiert, für ein Wesen, das jenseits der Vorstellungskraft ist und wofür eigentlich wir keinen Begriff haben, dafür ein Wort zu finden, einen Begriff zu finden, übersteigt im Grunde genommen die Fähigkeiten, die man einem Geschöpf, einem Menschen, wie wir sie halt sind, zuschreiben müsste. Wir können nur Dinge benennen, die aus unserem Umfeld sind. Wie kämen wir auf die Idee, nehmen wir wiederum mal irgendeinen außerirdischen, also irgendein Planet X auf einem unbekannten, in einer unbekannten Galaxis, nicht? Jetzt könnten wir uns beide überlegen, was für Gegenstände es dort gibt, ohne zu wissen, welche Strukturen, welchen Nutzen, welche Funktionen diese Strukturen haben. Das ist nicht einmal ein Spiel, es ist langweilig. Aber wir haben Begriffe für ganz bestimmte Vorgänge im Menschen und um uns herum, die nicht abgeleitet werden können aufgrund von Beobachtung. Das ist alles, was mit geistigen Dingen zu tun hat. Nehmen wir mal tatsächlich das Wort Liebe. Im Grunde genommen braucht der Mensch diesen Begriff nicht. Liebe ist eine Abstraktion. Was bedeutet eigentlich dieses Wort? Liebe. Das ist eine gute Frage. Wieso hat der Mensch diesen Begriff überhaupt erfunden? Ebenfalls Freundschaft. Das ist eine Ebene von Beziehungen, die es umschreibt. Und trotzdem ist es viel mehr. Eine Freundschaft ist kein Vertrag. In der hebräischen Sprache haben wir verschiedene Begriffe für Liebe. Liebe als höchste Abstraktion, aber auch Liebe als die bestmögliche Bezeichnung einer freundschaftlichen Beziehung. Dann ist es dann Achava. Da hört man aus Hebo direkt. Das ist das berühmteste Beispiel der Beziehung zwischen Menschen. Aber es gibt noch ein. Das Gegenteil davon. Hass. Hass. Was ist das? Warum gibt es Hass? Es gibt einen Hass, so wie Liebe. Hat keinen Grund. Grundloser Hass. Warum? Darum. Es gibt etwas, das den Menschen dazu zwingt, könnte man sagen, wie eine äußere Kraft, sich zerstörerisch zu verhalten in der Beziehung zu Menschen. Sich zu beschäftigen mit dem Wesen dieser Dinge, das hat sich Abraham Avinu zum Ziel gesetzt. Und wir sehen, es gibt also Gut und es gibt Böse, aber Gut ist etwas, es ist auch muss man ja auch definieren, genauso wie man eigentlich Böse definieren müsste. Damit beschäftigt sich Abraham Avinu. Damit beschäftigt sich schließlich unendlich Kabbalah. Im Grunde muss man das am Anfang die Sprache, die man spricht, hinterfragen auf Substanz. Es ist doch eine Begriffslehre. Nur da, wo Übereinstimmung herrscht, im Verständnis der Begrifflichkeit, kann man auch sich verständigen. Denn der eine nennt Gut etwas ganz anderes als ich. Die Frage ist, gibt es eine Möglichkeit, objektiv sozusagen
nicht aus der subjektiven Betrachtung heraus von irgendeiner Person, eines Menschen, die Inhalte der Begriffe bestimmen. Und das ist die Herangehensweise, von Abraham Avinu und schließlich und endlich Israels. Wenn man sagt, naja, also die Sprache ist im Grunde Selbstoffenbarung. Gott sprach als Erster, nicht der Mensch. Gott erschuf den Menschen in seinem Ebenbild und Gleichnis und gab ihm die Fähigkeit zu sprechen. Und so können wir die Schöpfung beschreiben auf vier Ebenen. Man sagt, das Leben, kann man sagen, ist mineralisch oder pflanzlich oder tierisch. Und dann der Mensch, was ihn unterscheidet, er spricht. Der Mensch spricht. Das unterscheidet ihn von allen Geschöpfen. Gott hat den Menschen diese Gabe gegeben. Ein interessanter Einwand ist dann, naja gut, Papageienkopf können ja auch, ne? Können auch sprechen. Viele Tiere können miteinander kommunizieren. Sogar auf eine vielleicht etwas technisch entwickeltere Art. Wenn man so bedenkt, die Delfine und die, ja, können im Meer über mehrere Kilometer können sie miteinander sich unterhalten, also Informationen austauschen. Du, ich habe da einen großen Fisch gefunden, nicht? Komm, friss mit mir oder so. Dann rufen sie Freunde und dann jagen sie zusammen. Ja, aber das ist nicht gemeint. Die Sprache, von der hier die Rede ist, ist die Fähigkeit des Menschen, eben über das Wesen und die Substanz des Nicht-Sichtbaren zu sprechen. Im Midrash wird erzählt, der Heilige Gelobte, er hatte den Engeln, die ihn gefragt haben, wer ist der Mensch, dass du deine gedenkst, wieso also er, ja, wieso ist dieser Mensch der Erwählte? Wieso nicht wir, wir sind ja näher zu dir, wir waren früher da. Sagt er jetzt zu ihnen, schaut her, ich bringe zu ihm alle Tiere und er wird ihnen Namen geben. Er war in der Lage, Lebewesen, die er vorher also nicht kannte, zu bezeichnen. Und der Name dieser Lebewesen offenbarte ihr Wesen. Und mehr als das. Hashem fragte Adam, und wie heiße ich? Und der erste Adam war in der Lage, dem himmlischen Vater einen Namen zu geben. Und das konnte keiner. Das ist der Unterschied zwischen den Menschen und allen anderen Lebewesen. Nichtsdestoweniger, wir begreifen, die Sprache ist den Menschen gegeben. Die Sprache ist sein Hauptwerkzeug. Mittels Sprache begreift der Mensch. Mittels Sprache strukturiert der Mensch. Das ist das Hauptinstrument für die Bildung des inneren Menschen. Je reicher die Sprache des Menschen ist, desto reicher seine Innenwelt. Nur der Erste, der gesprochen hat, ist also nicht der Mensch. Das bedeutet, dass wenn man sich mit der Sprache beschäftigt, dass wir eine Möglichkeit haben, uns vorzustellen, dass es Definitionen gibt für Begriffe, für alles, was existiert, von demjenigen, der sie erschaffen hat. Er kennt die Substanz von allen Dingen. Er kennt die Form. Er kennt den Zusammenhang und die Interaktion zwischen allen Dingen. Und wir haben die Möglichkeit, uns also mit dem
Begriffen zu beschäftigen, entsprechend der Offenbarung, sage ich jetzt, die Gott selbst uns gegeben hat. Also es gab Menschen, so wie Abraham, oder ich muss sagen, am Anfang Adam, die von Hashem diese Fähigkeit verliehen bekommen, nicht nur das gesprochene Wort, sondern eben auch das geschriebene Wort, die Schrift auch, sodass wir, wenn wir uns darauf einigen, eine gemeinsame Sprache wiederfinden können. Und das ist eigentlich schon die Grundvoraussetzung, damit man sich einigen kann auf den Inhalt von, sage ich jetzt, von der Torah, von dem Buch Mose, von den Propheten und den Schriften. Und ich beende jetzt einfach mit dem Begriff Kabbalah. Denn was Kabbalah ist heute, darüber streiten sich die Menschen. Und warum? Weil jeder gerne oder viele gerne diesem Begriff eine eigene Bedeutung beimessen wollen. Und im nächsten Shiur gehen wir nochmal an das Wort Kabbalah näher heran. Mal sehen, was daraus kommt. Was da war.